Hallo, liebe Freunde des gepflegten Echtzeit- und Aufbaustrategiespielspaßes und willkommen zur nächsten Folge von Surviving Mars im Green Planet DLC immer noch. So, der Ausgräber ist ja gerade dabei, fertig zu werden. Der hat aber noch keinen Strom. Genau. Das holen wir jetzt gleich mal nach. So. Produziert der eigentlich auch Abfall? Ah ja, der produziert auch Abfall. Okay. So, hier, der sollte sich ja vollladen. Wo ist denn eigentlich der andere? So, der ist immer noch nicht voll. Hier kommt einiges an Abfall. Komm, so, lad dich voll. Lad es aus. Er lädt ein. Oh, 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 was da für Abfall entsteht. Hallo, komm schon. So, stromtechnisch sollte es aber immer noch im grünen Bereich sein. So, 45, er ist voll, also kann er abladen gehen. Und wir haben endlich keine Betonprobleme mehr. 50 Beton pro Tag. Jo, also ich glaube, damit haben wir Krankheit. Uiuiui. In einer anderen Kolonie hat sich eine ansteckende Krankheit ausgebreitet. Ein gestohlener Rover der infizierte Kolonien von Brasilien ist hier angekommen. Was? Ein Kolonist und ein Kind in Schutzanzügen bestehen. Ein Kind in Schutzanzügen stehen händchenhaltend vor der Luftschleuse deiner Kuppeln. Sie sehen verängstigt aus. In unserer Kolonie herrscht das reine Chaos, sagen sie. Bitte lasst uns rein oder schickt Hilfe. Schicken wir medizinisches Personal. Sie sollen ihnen helfen, die Krankheit einzudämmen. Versiegeln wir die Schleuse und stellen wir unsere Kuppel in unsere Quarantäne. Nehmen wir ein paar Flüchtlinge auf, aber nur unter strenger medizinischer Aufsicht. Wir schicken unsere Mediziner. Das andere geht nicht. Japan schicken wir Drohnen, die uns von den Medizinern gesteuert werden. Russland schicken wir ausgebildete Offiziere, um die Ordnung wiederherzustellen. Krass. Ich kann, glaube ich, aktuell auf Mediziner verzichten. Also, ja, das ist okay, ne? Also... wo ist denn der? Ja, oh, ist ja voll, dann lad da aus. Alter Falter, jetzt regnet es schon wieder. Ah ja, Nachricht, Wolkensaat. Wolkensaat, mit einem Spektakel, das in die Formationsflüge bei Flugshows auf der Erde erinnert hat, flogen spezielle Shuttles wieder und wieder durch die Wasserdampfwolken über unserer Kolonie. Eine Weile passierte gar nichts, aber gerade als die Zuschauer schon traurig abziehen wollten, brachte der Wind die ersten Tropfen frischen Regenwassers. Frohlocket. Geil. Nur erster Regen. 2500 Forschungslämpchen. Das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Lagerkomprimierung von Wasser, Sauerstoff und Strom im Lager um 50%. Das heißt, hier passen jetzt 1500 rein. Sehr schön. So, und wir sind bei 87% bei den... wir lassen das mal die Drohnen machen. Das dauert bei den Rovern viel zu lange. So, was haben wir als nächstes in der Forschung? Die automatisierten Farmen. Sehr gut. Konservierungssystem ist für die Kuppeln. Okay. Was haben wir hier denn noch so Spannendes? Dekoration verfügen über einen erhöhten Servicekomfort. Sanatorium-Upgrade. Neues Gebäude Kunstwerkstatt. Wohngebäude-Upgrade. Heimatgemeinschaft erhöht den Servicekomfort des Gebäudes um 10. Ah, von mir aus. Das mit den Rohren ist jetzt nicht ganz so. Pilzfarm brauchen wir nicht. Offene Farm. Ja. Achso, können wir eigentlich auslagern? Nee. Cool. Die Rakete müsste ja gleich wiederkommen. So, was trinken. Und hier, Alter, den ganzen Abfall. Krasser Scheiß. Und die Rakete ist wieder da. Jetzt müssen wir mal gucken,
ob wir sie noch irgendwo anders hinschicken können. Ich gucke gerade mal auf die Weltkarte. Das bringt uns nur Geld. Das bringt uns Forschung. Das bringt uns Wasser. Das bringt uns Vegetation. Ach, die ist schon unterwegs, die Rakete dafür. Ja, und er fängt ja an. Gut, dann... Das können wir nicht machen. Aber das können wir... Ach, das gibt's mehrfach. Ja, geil, dann los. Dann mal los. Oh, was ist denn das hier? Warum sieht denn das so anders aus? Warum sieht denn das so geordnet aus? Warte bei der Baustelle auf Ressourcen. Benötigte Gesteinsabfälle. Kannst du die hier nicht nehmen? Hier liegen doch ein Haufen rum. Warum nimmst du die nicht? Da müssen die Drohnen das wieder hinbringen. Dabei liegt doch hier ein Haufen von dem Scheiß. Okay, er kann immerhin eine Menge davon lagern. Dann machen wir ihn erstmal voll. Wir haben 1000 Geld. Wir müssen mal anfangen, das zu exportieren. So, macht er jetzt was? Sieht danach aus. Gut, die Rakete wird hier beladen. Wir haben ja über 1000 von den Dingern hier. Saatgutverbrauch, Saatgutproduktion. Ich glaube, das stimmt nicht so ganz. Können die jetzt schon Bäume... Ne, dafür brauchen wir 35% Wasser. Wir sind bei 33%. Wir könnten aber... Einfach hier noch einen See hinbauen. Der füllt sich ja eh von selber. Und genug Ressourcen haben wir dafür eigentlich. Naja gut, die Maschinenteile sind im Moment nicht so geil. Vielleicht eröffne ich hier mal noch eine Schicht. Wie sieht es eigentlich hier aus? Ja, alles gut. Was macht die Universität? Ja, die hat wieder ein bisschen was zu tun. Könnte man sogar überlegen, ob man noch eine zweite Universität baut. Weil gerade auch durch die Mediziner jetzt und durch die Ingenieure hat sie wieder ein bisschen was zu tun. Aber grundsätzlich läuft alles. So, und die sind dabei, hier das einzuebnen. Gottes Willen, das dauert Ewigkeiten. 91%. Ich bin gespannt, was bei den Sphären dann passiert. So, die Rakete wird noch beladen. Witzigerweise braucht die mehr Treibstoff, um diesen Auftrag zu erfüllen, als zur Erde zurückzufliegen. Das ist ein bisschen strange. Können wir jetzt bei den Sachen hier noch was anderes bauen? Ne, die offene Farm haben wir in Forschung in Auftrag gegeben. Ach doch, den Kernwärmekonvektor, ne? Weil das ist ja ein Magnetfeldgenerator, genau. Was kostet der denn? 120, 80, 50. Ach, und der braucht irgendwie... Was braucht der für Ressourcen? Der verbraucht 10 Wasser! Research complete. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen...
Erstmal das Upgrade in die Farm reinklopfen. Ja, dann müssen wir uns mal ein bisschen um Wasser kümmern hier, ne? Nee, Rohrventil wollte ich nicht bauen. Strom braucht er auch noch. So, dann hier mal noch. Was braucht er eigentlich? Er braucht Eisen als Wartung. Das ist ja easy going. Machen wir hier noch einen daneben. Passt da hier noch was dazwischen? Befürchte wieder nicht. Dann bauen wir den lieber dahin. Und jetzt gibt es wieder giftigen Regen. Und dahin. Die Dinger produzieren mittlerweile 1,3 Strom mit dem Upgrade sogar. Vegetation Nachricht ansehen, okay. Vegetation verbreiten. 3, 2, 1. Ein gemeinsamer Seufzer und dann Jubel. Das Projekt war erfolgreich. Eine Rakete gefüllt mit Milliarden Samen entleert ihre Frachträume nach einem sorgfältigen ausgearbeiteten Muster und verbreitet die Samen über ein weites Gebiet. Die meisten dieser Samen werden Wurzeln schlagen und einen grünen Landstrich formen, der Sauerstoff in die jugendliche Marsatmosphäre pumpt. Ziel abgeschlossen. 10.000 Forschungslämpchen. 35.000 Terraforming-Fortschritt. Geil. Die Frage ist... Was ist das denn hier? Das ist doch so ein Giftding, oder? Okay. Terraforming-Fortschritt 25 von 25. Ja, haben wir. Hier, das haben wir auch gerade bekommen. Die Fertigbauten haben wir schon genutzt. 60% Terraforming-Fortschritt. Bekomme eine neue Rakete und baue eine Hauptstadt. Belohnung 200 und Enthusiastenbewerber. Okay. So, wir schicken ihn mal hier hoch, um das Ding wegzumachen. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn jetzt der grüne Landstrich? Ich sehe ihn nicht. Aber auf jeden Fall sind wir bei 11% mittlerweile. Das ist schon mal ganz geil. Ach, hier. Das sieht schon mittlerweile sehr, sehr, sehr cool aus, muss man sagen. Okay. Die arbeiten immer noch. So, die Vaporator mit Upgrade 1,8, ne? Okay, wir brauchen 10 Wasser. Wir hauen hier mal noch das Upgrade rein. Und ich glaube, dann müsste es auf jeden Fall reichen. Kernwärmekonvektor. Kann der hier noch mit hin? Ja... Oh, da kommt erstmal die Rakete. Kann er? Wo ist denn hier die Levelgrenze eigentlich? Ist nicht so ganz klar zu erkennen, wo die ist. So, wie weit können wir den da reinquetschen? So. Und jetzt gucken wir mal, wo wir die hinschicken können. Das ist doch eine gute Idee hier. Haben wir sonst noch irgendwas Spannendes? Was gibt's hier? Na. Was gibt's denn hier? Achso, da ist gerade jemand hingeflogen. Dann schicken wir ihn hier hin. So, der braucht auch noch Rohre. Rohre. So, und Strom könnte er von hier kriegen. So, hier, wir geben weitere Drohnen in Auftrag. Einfach damit wir welche haben. Die Schicht ist mittlerweile fast voll. Das gefällt mir. Polymerfabrik könnten wir tatsächlich auch noch eine Schicht aufmachen. Aber ich will erstmal die Mars-Universität hier wieder ein bisschen... So, das sieht doch gut aus. Wir sind bei 73%.
Das läuft doch. Das läuft doch. Hier hinten wird es dann irgendwann auch grün. Das dauert nur noch ein bisschen. What? Ach doch, er arbeitet, okay. So, ja, jetzt kann er die Forschung mit den Kuppeln, mit der Wasserforschung runter, also dazu. Ja, eigentlich perfekt. Jetzt haben wir eigentlich genug Wasser. So, dann müssen wir die Vaporatoren. Haben die jetzt alle schon ihr Upgrade bekommen? Ja. Okay. Easy going. Easy going. Die Vorräte sind auch schon wieder voll. Und hier, das dauert jetzt noch ein paar Minütchen. Drohnen sind auf jeden Fall unterwegs. Ich würde ja immer noch gerne die Forschung haben, womit man entdecke besonders reiche Metallvorkommen. Ah ja, das ist nicht so spannend. Womit die Drohnen mehr tragen können. Gebäude außerhalb der Kuppel müssen nicht mehr so oft gewartet werden. Das ist auch nicht so schlecht. Was haben wir denn hier noch? Schaltet folgendes Spezialprojekt frei. Weltraumspiegel starten. Verbessert Temperatur und Magnetschild starten. Verringert den Verlust von Atmosphäre. Verfügbar über die Planetenansicht. 30.000. Und das ist hier Polarkappen schmelzen. Mehr Wasservorkommen. Das können wir mal reinnehmen. Dann nehmen wir noch das hier rein. Dass wir weniger Wartung brauchen. Das ist, glaube ich, auch noch ganz nice. Dauert jetzt bloß ein bisschen. Wir machen zwar 9000 Forschungslämmchen mittlerweile, aber... Ja. Oh. Warum ist denn das noch nicht offen? Hallo? Vor allem, warum ist das Upgrade dann nicht drin? Was? Jetzt rastet die Universität schon wieder aus, weil sie jetzt wieder mehr Wissenschaftler braucht. Oh, shit. Sollten wir vielleicht noch eine zweite Universität bauen? Und warum habe ich diesen blöden Steingarten und das Ding nicht hierhin gebaut? Warte mal, das korrigiere ich mal, weil das dann verschwenden wir ja da so ein großes Feld. Lebensmittelgeschäft. Deiner Weltraumbar, bin ich blind, Kunstladen hier. Baut das mal. So, und der Kollege hier. Ja, also Grünzeug ist halt immer noch ein Problem. Saatgutproduktion 57, lol. Ja, kommt. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wo wir das hier hinbauen. Problem ist ja, dass wir am Ende noch eine Kuppel hinpflanzen wollten. Naja, gut. Weil der Witz ist, wenn du jetzt hier auf die... Wo ist denn das Teil hier? Hier. Wenn du dir die Ansicht anschaust, dann ist hier noch gar nichts passiert. Ne? Hier ist alles super. Witzigerweise ist das hier auch... Das ist der See und noch nicht mal das Ding hier. Und hier passiert noch gar nichts. Ach so, hier, ich weiß, was los ist. Der hat ja das Ding weggemacht, genau. Und hier oben ist auch noch so ein Teil. Was weggemacht werden kann. 99%. Na, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, was da gleich passiert. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich zugeben. So, hier. Hier müssen die Sachen noch abgeholt werden. So, 99 immer noch nicht. Die Drohnen müssen die Nahrung wieder abholen. Bring die doch gleich hier hin. So, 100. Was passiert jetzt? Gar nichts. Im Moment zumindest. So. Ah, das Gebäude ist weg. Jetzt. Oder? Nicht funktionierendes Gebäude. Oh oh.
Eine Kältewelle hat begonnen. Der Stromverbrauch von Gebäuden und Drohnen wird erhöht. Alle, sollte es zu einer Stromknappheit kommen, können Gebäude einfrieren. Alter. Erstmal Pause machen. Eingefrorene Gebäude können repariert werden, soll die Katastrophe vorüber ist. Sobald die Katastrophe vorüber ist. Wassertürme funktionieren während der Kältewelle nicht. Alter, was? Keine Lebens... Was? Sphärenklimawandel. Die Kolonie erwartet irgendeine Art von artificial cold wave. Wie ist das überhaupt möglich? Anscheinend wird die Kolonie von einer künstlich erzeugten Kältewelle heimgesucht. Wie ist das möglich? Es wurde auch bestätigt, dass die Sphären ihre Energie benutzen, um ihren atmosphärischen Status quo zu halten. Oder anders gesagt, sie haben einen kritischen Punkt für ihre Aufgabe überschritten. Wer oder was Interesse daran haben könnte, die Temperaturen auf dem Mars zu senken, wissen wir nicht. Es ist jedoch klar, dass die Sphären ihre Aufgabe höchst effizient ausführen. Wenn wir diesen Klimawandel stoppen wollen, müssen wir herausfinden, wie wir diesen Prozess kontrollieren oder abbrechen können. Effekt: Eine anhaltende extreme Kältewelle hat begonnen. Effekt: Xenon Terraforming Forschung verfügbar. Das ist also offiziell ein Kampf um Leben und Tod. Oh, leck mich. Haben wir jetzt direkt den ganzen Strom verbraucht? Was ist denn hier los? Nicht genügend Strom. Auf jeden Fall machen wir gerade minus Sauerstoff, weil hier Strom fehlt. Das liegt vermutlich daran, dass die Batterien nicht genug Strom abgeben können. Und wir jetzt auf jeden Fall ganz schnell mehr Strom brauchen. Kuppeln oder Lebenserhaltung. Weil das ist ja klasse. Nicht genug Strom. Ja, ich hab's verstanden. Ich muss noch mal kurz hier reingucken. Können wir jetzt noch extra was... Ah, hier. Eingefangene Spiegelsphären können in ihre Einzelteile zerlegt werden. Ein Versuch, die klimaverändernden Spezialsphären zu verstehen. Jo! Wir brauchen auf jeden Fall dringend Strom. Drohnen sind überlastet. Scheiße, komm, bau die Dinger. Fehlt Beton. Okay, der wird gebaut. Kältewelle. Eine Kältewelle nähert sich. Obwohl die meisten unserer Maschinen dafür entwickelt wurden, bei derart niedrigen Temperaturen zu funktionieren, frieren Gebäude ein, die sich im Freien befinden und während einer Kältewelle länger als eine Sol nicht in Betrieb sind. Sie können erst am Ende der Kältewelle wieder repariert werden. Während einer Kältewelle erhöht sich der Stromverbrauch von Gebäuden und damit die Belastung des Stromnetzes. Eine Möglichkeit, die Auswirkungen einer Kältewelle einzudämmen, ist die Platzierung von unterirdischen Heizungen. Kann in Physik... Ja, habe ich nicht erforscht. Danke. Die folgenden Gebäude frieren während eines Kettewelle ein. Wassertanks, Außengebäude, die nicht länger... Ja, okay. Wir brauchen mehr von den Fusionsreaktoren.
Ah, wir können die Stirling-Generatoren noch aufmachen. Oh, jetzt haben wir wieder genug Strom. Uiuiuiui. Neues Spezialprojekt. Vegetation verbreiten. Ja, die Raketen sind gerade beide unterwegs. Und ich forsche gerade. Resources are low. Das stimmt ja gar nicht. So, der Rover-Typ kann mal dorthin zurück. Wir werden nachher so eine Stromüberproduktion haben. Aber ja, ich habe ja gesagt, ich habe ein bisschen Angst. Witzigerweise, warte mal, irgendein Gebäude heizt auch. Ah ja, beheizte Umgebung, er hier. Moholmine. Naja, zum Glück haben wir jetzt genug Strom. 508. Ich weiß zwar nicht, wo der auf einmal hergekommen ist, aber wir haben auf jeden Fall gut reagieren können. Hat uns ein paar Ressourcen gekostet, aber ja, hat zum Glück funktioniert. Und die hier sind fertig. Dann machen wir hier mal weiter. So. Und, liebe Leute, die Folge ist auch vorbei. Seid gespannt, wie es weitergeht. Wir haben die Forschung angeworfen. Sie ist bei 46%. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Bitte nicht spoilern. Und wir sehen uns dann wieder zur nächsten Folge von Surviving Mars. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer O'Hare.